Kommen wir zum nächsten Talk. Das Thema Complexity Kills. Untersuchung von IT-Sicherheitsherausforderungen in der Gesundheitseinrichtung. Herzlich willkommen, Julian und Peter. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Wir sind weiter hier. Es ist nicht der Gaming-Vortrag unter Linux, der findet einen Stockwerk tiefer statt. Heute gibt es was viel, viel Spannenderes. Wir unterhalten uns heute über die Herausforderungen in der Gesundheitsbranche. Und da ich darüber nicht alleine referieren kann, habe ich Julian dabei. Julian ist schon sehr, sehr lange bei der ENW-Researcher und hat Medizininformatik studiert und führt auch viele Pentests in diesem Bereich durch. Genau, ich habe den Peter dabei. Der Peter ist der mit den Problemen, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ja. Weil er ist Leiter von dem Helios Klinik Cyber Defense Center, schon länger Podcaster und auch schon viel, viel länger im CCC Mitglied. Deswegen umso schöner, dass er heute da ist und über seine Probleme mit mir sprechen möchte. Genau, vielleicht haben wir ein paar Lösungen. Genau, was reden wir hier? Ganz kurz, ist jetzt keine Werbung oder sonst irgendwas, aber mal um die Dimension mal festzuhalten. Bei uns im Klinikbetrieb haben wir ungefähr roughly 90 Krankenhäuser, 230 medizinische Versorgungszentren. Was sind das? Das sind Arztpraxen bis hin zu größeren Ärztegemeinschaften. Wir haben ja ungefähr 5,5 Millionen Patienten und 4 Millionen davon sind bei uns ambulant tätig. Ungefähr so 80.000 Mitarbeiter, ein bisschen Umsatz machen wir auch, haben so 62.000 Clients, 10.000 Server, ein riesen Active Directory mit ungefähr 140.000 User drin, dann ungefähr 130.000 Benutzergruppen und summa summarum so 150 DCs. Dann natürlich auch Medizingeräte, davon haben wir ungefähr 35.000 Stück, davon sind auch 60% Pi mal Daumen auch vernetzt. Und bei uns im SOC haben wir ungefähr so 18 Mitarbeiter, die sich tagtäglich um 40 Vorfälle kümmern. Wenn man das Ganze jetzt mal auf die Userbasis sieht, kann sich jetzt jeder die Prozentrechnung machen, wie viel davon pro Kopf quasi drauf geht. Genau, so ein Thema, Krankenhaus, Gesundheitswesen unterliegt ja unter extrem vielen regulatorischen Anforderungen. Das heißt, die einen oder anderen kennt hier bestimmt hier, der eine oder andere im Raum. Das heißt, wir haben natürlich nicht nur medizintechnische Regelungen von Medizintechnik, sondern natürlich auch seit ein paar Jahren die Kritisverordnung. Das heißt, bestimmte Kliniken, die bestimmte stationäre Fallzahlen haben, eine bestimmte Größe und Relevanz im Gesundheitssystem haben quasi nochmal spezielle Anforderungen bekommen. Dann gibt es natürlich die BSI-technischen Richtlinien, die darunter fallen, beziehungsweise dann verschiedene branchenspezifischen Sicherheitsstandards, die Krankenhäuser erfüllen müssen. Und natürlich auch so ein paar Sachen, die jetzt durch die Förderung auch kommen, durch Gesetzesgebung, das heißt Fördertöpfe, wie zum Beispiel das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Wir haben mal probiert, die ganzen Regulatorien, die wir so haben, auf eine Slide drauf zu machen. Ich glaube, das war die einzige technische Darstellung, die für uns einigermaßen okay war, dass man das Ganze betrachten konnte. Das heißt, so ein Krankenhaus ist halt ein hochregulierter Bereich. Das heißt, alles, was wir darin tun, nicht nur die Patientenversorgung bis hin zur Logistik und Co., unterliegt alles unter ganz, ganz vielen Gesetzen und ganz, ganz vielen Standards. Das heißt, die Branche ist halt hochreguliert. Das heißt, wir können hier nicht einfach das tun, was wir sagen, ey, das passt schon, sondern wir haben einfach Rahmen, in dem wir uns einfach bewegen müssen. Und auch ein Rahmen, der sich häufig widerspricht. Das heißt, eigentlich muss man die ganzen Anforderungen aus all diesen regulatorischen Gesetzen, Richtlinien oder auch technischen Standards gegenüberstellen und jede einzelne Maßnahme, die man umsetzt, eigentlich auch auf diese Standards münzen und kommt dann am Ende zum Schluss, dass die Hälfte von den Dingen, die man tut, irgendwie ausgeschlossen werden, dass man es überhaupt tut und man eigentlich am besten gar nichts machen sollte oder irgendwie alles. Und genau, das ist halt ein Riesenwirrwarr, weil, also genau, das ist halt nichts harmonisiert an dieser Stelle und genau, deswegen wird es halt eine super Komplexität am Ende für den Peter, da überhaupt auch auf einer technischen Ebene eine Maßnahme zu finden, die, wenn jemand zu einem Audit kommt, überhaupt tragfähig ist am Ende und dann überhaupt durchkommt. Und das ist halt ja eigentlich nicht tragfähig für dich. So. Genau, deswegen haben wir gedacht, wir bringen mal noch ein paar andere Herausforderungen, die jetzt neben den regulatorischen offensichtlichen Herausforderungen da sind und sprechen mal über die. Nämlich zum Beispiel, dass ein Krankenhaus oder generell Krankenhäuser halt öffentliche Gebäude sind und das eine Kante ist, die häufig vergessen wird, wenn es um zum Beispiel IT-Sicherheit oder auch Patientensicherheit geht, weil wir halt viele öffentliche, zugängliche und gemeinsam genutzte Bereiche haben. Also ich meine, wer in so einem Krankenhaus schon mal war oder jemanden besucht hat, weiß halt, die können die Patienten halt nicht einschließen nachts, ne? Sondern da ist jeder mobil in seinem Rahmen und kann in quasi jeden Raum, der auch in der Regel nicht abgeschlossen ist, rein
und damit auch an jede dieser IT-Infrastruktur, die da wie auch immer quasi aussieht. Teilweise sind die Medizinprodukte mit den Patienten unbeobachtet in den Räumen, die Spritzenpumpen, Patientenmonitore, die komplexe Medizintechnik und also gerade vielleicht so einzelne Abteilungen sind dann auch mal abgeschlossen oder getrennt, aber man hat halt keine Schließzeiten, ist 24/7 in Betrieb und muss damit im Endeffekt eigentlich auch umgehen, wenn es in Richtung IT-Sicherheit geht. Man hat riesige Gebäude mit nicht überwachbaren Bereichen, also ich meine, da fängt man halt nicht an mit Videoüberwachung oder Ähnlichem, man kann es nicht überblicken. Ich glaube, wenn man sich so eine Station auch mal nachts anschaut und den Schlüssel von Pflegepersonal zu Patienten, dann würde das in der Vergangenheit auch viel größer, also viel mehr Patienten pro Pflegepersonal. Das heißt, sobald halt irgendwo was ist, ist im Endeffekt der Rest der Station nicht wirklich überwacht. Damit muss man umgehen, auch in Richtung IT-Sicherheit. Das heißt, auch neben zum Beispiel Gebäudetechnik, die es überall gibt und diesen ganzen Geräten, ist es halt Netzwerke, die auf beliebigen Ports gepatcht sind, weil man sie halt braucht, weil man halt, wenn ein Notfall ist auf Station, direkt halt doch lieber die Spritzenpumpen für eine kontinuierliche Abgabe von Medikamenten einstecken muss und halt nicht erst ein Ticket bei der IT aufmacht, um diese Dose zu patchen, weil das ist halt nicht zielführend am Ende, weil ja halt der Betrieb das Wichtige ist und damit muss man umgehen. Na, dann hat man vielleicht auch Zugangskontrollen, die sind auf Netzwerkebene aber halt nicht einfach umsetzbar. Man hat halt irgendwie Produkte von verschiedensten Herstellern, die dann halt zum Beispiel keine Sicherheitsstandards für Authentifizierung an irgendwelchen Netzwerkports oder solche Protokolle können. Dann ist wieder die Frage, wenn ich das habe, möchte ich das bei 30.000 Geräten haben, um da Credentials zu rotieren regelmäßig? Kann man sich Gedanken darüber machen, wie man das am Ende umsetzen möchte tatsächlich? Oder ja, wie gesagt, viele Bereiche, in denen Infrastruktur einfach nicht beobachtet ist und die Flexibilität am Ende jede Maßnahme, die man vielleicht auf einer physischen Ebene treffen kann, am Ende aussticht, weil hier halt der Betrieb das Wichtige ist am Ende und die Arbeitsfähigkeit vom medizinischen Personal. Dann hat man Türschließsysteme, das macht man auch überall da, wo man es wirklich umsetzen kann. Das heißt, jegliche Lagerräume oder Räume, die halt exklusiv durch Personal genutzt sind, das ist auch relativ einfach umsetzbar in dem Sinne, außer man hat halt einen Incident. Willst du da was zu sagen? Genau, also mal so ein Gefühl, man hat so ein Krankenhaus, mittelgroßes, hat ungefähr 1000 Türen, die mit einem Schließsystem ausgesteuert sind. Und natürlich läuft man auch in Probleme des Herstellers rein. Das heißt, es gab mal einen Vorfall, da hat die Programmierung quasi der Schließzylinder, die quasi remote gemacht wird über Sensoren in verschiedenen Bereichen, gab es einen Software-Bug und der hat quasi allen Türen das Signal geschickt, so nach dem Motto, hey, lösche bitte deine aktuelle Konfiguration. Und dann läuft dann quasi ein Menschenhaar durch so ein Krankenhaus durch aus der Technik und macht dann quasi eine Woche nichts anderes, als die Türen wieder in den programmierbaren Modus zu schalten, um dann diese Türen wieder mit einer Programmierung auszuschalten. Das heißt, so Komplexitäten in dem Bereich sind natürlich gerade natürlich auch sehr personalintensiv, wenn gerade was schief läuft und auf einmal die Türen alle öffnen. Das heißt, da sind vielleicht unter Umständen auch Türen dabei in Bereiche, die man vielleicht nicht unbedingt öffnen möchte, wie zum Beispiel Isolationsstationen oder Tropenstationen, wo wirklich auch Bedingungen herrschen wie Unterdruck, dass eben Keime nicht entfliehen. Und auf einmal durch so einen Software-Bug öffnen sich auf einmal genau Türen in diesem Bereich. Das ist, glaube ich, nicht so ideal. Genau, dann haben wir natürlich das Offensichtliche neben diesen physischen Angriffsvektoren, nämlich natürlich vernetzte Medizinprodukte. Ich meine, wo findet man super tolle, teure, langlebig verwendete Medizinprodukte, wenn ich in einem riesen Krankenhaus oder einem Krankenhausverbund, ich glaube, ihr habt so gut wie jedes Produkt, was es gibt auf dem Markt, irgendwo. Das muss man auch erstmal tracken. Allerdings geht es vielleicht gar nicht mehr nur um die einzelnen Geräte, sondern die Vernetzung dieser Geräte. Die haben dann alle nochmal eine Zentralsoftware, die vom Hersteller bereitgestellt wird, die dann vielleicht Medikamentendatenbanken an Spritzenpumpen ausrollt oder Monitoring, halt zum Beispiel bei Patientenmonitoren macht und dann in dieser Software wieder Daten sammelt und die dann über Medizinschnittstellen an Krankenhaus-IT weitergibt, Archivierungssysteme, Archivsysteme und so weiter oder halt die Krankenakte quasi in dem Fall. Patientendokumentation und das ist halt Software, die vom Hersteller kommt, die sehr selten zugegeben auf Hosts, die auch vom Hersteller bereitgestellt werden, betrieben wird. Das heißt, man hat hier eigentlich eine Kerninfrastruktur, die vom Krankenhaus kommt, auf die eine Software installiert wird, die das Krankenhaus nicht kennt, die vielleicht gerade so eine Schnittstellenübersicht haben und im Endeffekt damit umgehen muss, diese Software zu betreiben. Aber vielleicht auch gar nicht so richtig den Einblick hat, herauszufinden, was sind denn Fehlerfälle, was sind denn aus IT-Sicherheitssicht Problemfälle, die man behandeln muss. Erkennt man überhaupt Incidents in dieser Software? Wie geht man damit um? Und ja, das ist quasi der Betrieb von Gray oder Blackboxes, wo man halt je nachdem, mit welchem Hersteller man zu tun hat, auch
teilweise gar nicht in diese Software reinschauen kann, sondern sie einfach betreiben muss so und Schnittstellen vielleicht gerade so kennt, weil sie halt mit der eigenen Infrastruktur am Ende interagieren. Dann hat man auch die Kommunikation dieses Ökosystems am Ende mit Drittsystemen. Das heißt, wir hatten pro System verschiedene Update-Prozesse und Zyklen. Teilweise muss man Spritzenpumpen manuell updaten, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Dann stehen an jedem Bett, wenn man Pech hat, 6 Stück, auf ITS vielleicht auch mal 14. Dann sind die selber im WLAN oder über die Dock oder gar nicht. Wie updatet man die? Wenn man ein Krankenhaus hat, hat dann 2000 solche Dinger. Dann kann es auch mal sein, dass da Mitarbeiter aus der Medizintechnik einen Monat beschäftigt sind, einfach nur Spritzenpumpen abzudaten. Und dann macht man das zweimal im Jahr, dann ist das halbe Jahr vorbei. Ne? Also Update-Prozesse, Riesenproblem. Dann natürlich auch im Zeitalter von guten Bandbreiten kann man auch sowas wie Remote-Management machen. Das ist dann meistens bei den Z3-Systemen so, dass die dann auch automatisch durch den Hersteller gewartet werden und da eigentlich nur der Host halt wieder quasi durch das Krankenhaus selbst gemanagt wird. Man macht sich halt eine Tür wieder nach außen auf. Ne? Das muss einem bewusst sein, dass halt Remote-Management bedeutet, man betreibt 130 Systeme, hat 130 Hersteller, die über andere Wege Remote-Management ihrer Systeme in der eigenen Infrastruktur machen. Kann man gut finden, muss man nicht. Also Updates natürlich immer gut, ne? Aber der Weg ist halt nicht kontrollierbar für ein Krankenhaus und auch nicht für einen Verbund, der das dann halt 90 Mal kontrollieren muss. Dann hat man das Problem, dass natürlich auf jedem dieser Zentralsysteme und Ökosysteme am Ende auch Berechtigungsmanagement und Benutzermanagement notwendig ist. Das heißt, Peter hat sein AD gezeigt, 130.000 Nutzer, 140.000 Gruppen oder andersrum. Man weiß schon, warum das so viele Gruppen sind, weil wenn man so ein IT-System hat, das man in 80 Häusern verwendet mit jeweils 7 bis irgendwie 15 Stationen, dann hat man halt schon 150 verschiedene AD-Gruppen nur für die Stationen mit dann 4 Rollen, also dass man schnell bei 1000 Gruppen für eine Software und das skaliert dann. Und wenn man dann da Benutzermanagement drin machen muss, um feingranular irgendwelche Rechte zu vergeben über AD-Gruppen, dann hat man halt auch wieder 2 Leute beschäftigt, einfach nur im Management dieser Benutzerverwaltung, um das am Leben zu halten und vielleicht auch Rechte Leuten wieder wegzunehmen, die vielleicht auch dann innerhalb von Krankenhaus mal in eine andere Abteilung wechseln oder Ähnliches zu tun. Oder einfach Altnutzer auch überhaupt damit mal umzugehen. Dann natürlich Kompatibilität. Also wir haben es schon angesprochen, so Medizinprodukte, die werden teilweise auch 20, 30 Jahre benutzt, sind auch teuer genug dafür. Dann gibt es neue Produkte, die dann auch natürlich mehr Sicherheit einbauen. Aber man hat halt keine grüne Wiese, sondern man hat halt Mischsysteme. Das heißt, die Alten müssen mit den Neuen sprechen. Da gibt es dann 2 Möglichkeiten. Entweder das neue System spricht das alte Protokoll. Das heißt, man gewinnt eigentlich gar nicht so viel, dadurch, dass das neue Sicherheitsprotokolle vielleicht auch unterstützt. Oder man hat eine Software, die die Altsysteme übersetzt in das neue Protokoll und damit noch ein System in seinem Netz, was dann Dinge tut und kommuniziert. Und dann ist die Frage, wie halte ich solche Daten, die dann davon kommuniziert werden, auch nachverfolgbar? Also ich kenne gerade kein System, was die Vitaldaten zum Beispiel, die gemessen werden, in der Akte mit der Geräteseriennummer oder irgendwas abspeichert. Das sind meistens halt nur die medizinischen Nutzdaten, aber nicht der Weg dahin sozusagen. Das heißt, auch da ist halt sowas wie Manipulationserkennung oder ja, das Problem hatte irgendwie, das Gerät hatte ein Problem, als die falsche Firmware drauf hatte. Das findet man nicht raus aktuell, speziell nicht bei irgendwie 2000 Geräten zum Beispiel oder 30.000. Genau, und das heißt auch, dass diese Fremdsysteme am Ende in den Backups-Prozess eingebunden werden müssen, weil ich habe halt Hochverfügbarkeit als die Hauptanforderung und Nutzbarkeit. Das heißt, entweder ich kann es betreiben und ich kann es auch wieder herstellen innerhalb von kurzer Zeit und damit den Betrieb sicherstellen oder ich muss sicherstellen, dass meine Geräte autonom sind am Ende. Aber dann habe ich den Dokumentationsaufwand hinterher. Und also bei den engen Zeiten, die zum Beispiel auch für Dokumentation in so einem Krankenhaus da sind, wird das schnell dann zum Fallstrick. Zudem, wie gesagt, IT-Sicherheitsrisiken findet man bei diesen Grayboxen sehr selten in dem Sinne, dass man sie beobachten kann. Also Integration in zum Beispiel Monitoring, gerade bei so einem SOC, ist auf einer funktionellen Ebene fast nicht möglich, weil die ganzen Event-Types einfach überhaupt nicht zusammenpassen, wenn überhaupt diese richtigen Sachen gelockt werden. So, und das kann man eigentlich nicht lösen als Krankenhaus, auch nicht als Verbund mit 90 Krankenhäusern, weil das halt die Software können muss. Das heißt, man muss hier zusammen mit den Herstellern eigentlich Anstrengungen machen. Ja, das sind jetzt viele Probleme erstmal, so die ersten paar. Und wenn man sich das vorstellt als so ein Krankenhaus, wir wollten das mal ein bisschen visualisieren, dann hat man halt ganz viele Patienten und ganz viele Geräte und ganz viele Systeme, die irgendwie miteinander sprechen.
Und das ist dann schon ordentlich Komplexität, wenn man einfach nur Kommunikation zwischen der Krankenhaus-IT, die mit der medizinischen Versorgung zu tun hat, sich das anschaut. Aber das ist ja nur die Hälfte, weil ein Krankenhaus funktioniert ja nicht nur durch Behandlung, sondern da ist ja noch sehr viel dahinter. Und da haben wir uns überlegt, wir schreiben mal so ein paar Sachen auf, die dazugehören, zum Beispiel unterstützende Prozesse, eine Krankenhausapotheke, die man braucht, ein Labor, was dann Proben auswertet, eine Radiologie, Patientenverwaltung und Abrechnung. Ne? Also das ist alles zentral im Endeffekt. Wir haben Gebäudemanagement, wir haben Haustechnik, wir haben ganz viel Kommunikation, Pager-Systeme, Schwesternrufsysteme, Telefonie- und Unterhaltungssysteme, Kommunikationsserver, die dann wieder überhaupt Schnittstellen zwischen Herstellerinseln und Zentralsystemen zulassen, die eigentlich auch wieder von irgendeinem Hersteller kommen. Telemedizinische Anwendungen, also gerade in den letzten 3, 4, 5 Jahren kam sowas wie Teleradiologie, dass der Radiologe gar nicht mehr vor Ort ist, sondern quasi über einen Stream im Endeffekt vielleicht auch befundet. Das hat man häufig auch bei OPs, wo dann zum Beispiel bei Krebs-OPs, wo dann Gewebe ausgeräumt wird, dass die Probe im OP unter so ein Mikroskop gestellt wird und der Radiologe quasi oder der Onkologe das Remote im Endeffekt befundet, dass man quasi diese ganze Logistikzeit sich spart oder eben auch sowas wie ein Telenotarzt, das in ländlichen Regionen, wo man viel Strecke hat für wenig Versorgung sozusagen, den Notarzt nicht immer dazu holt, sondern in so einem Rettungswagen im Endeffekt das medizinische Personal auch wieder über einen Stream mit einem Notarzt spricht, um dann vielleicht schneller reagieren zu können. Und man auch schneller als ein Krankenhaus Updates bekommt über den Status von so einem Patienten, weil das sich schon auch mal auf so einem 20-Minuten-Weg ins Krankenhaus verändern kann und auch kritischer oder weniger kritisch wird und man dann vielleicht nicht 30 Ärzte in der Traumaspirale oder in der Schockbox quasi vorhalten will, weil halt Logistik, da steht halt der Rest still. Genau, dann ganz viele administrative Prozesse, Qualitäts- und Risikomanagement, das sind die Sachen, die wir uns sehr gut reguliert haben in Deutschland. Dann Ressourcenmanagement neben der Abrechnung, Operationsplanung, Terminvergabe haben wir. Ich meine, wir haben super viele ambulante Patienten einmal gesehen. Das heißt, wir haben ein richtig großes Terminplanungsproblem. Wir haben Wäscherei, Reinigung, Sterilgutaufbereitung. Wir können operieren, wenn wir sterile OP-Bestecke haben. Das muss organisiert sein. Und wir haben ganz viel interne Logistik. Sei es jetzt zum Beispiel wirklich medizinische Gase, dass in den richtigen Räumen die richtigen Gase an den Dosen sind, dass wir im OP die richtigen Gase haben. Dass wir Lebensmittel- und Materiallogistik haben, die in so einem Haus mal verteilt werden müssen, Medikamentenversorgung, Hauspost, Rohrpost, Proben und Patiententransport. Also beliebig kleinteilig werden Patienten im Endeffekt durchs Krankenhaus logistisch verteilt. Das ist ein Ding, das muss man wissen. Man muss wissen, wo sein Patient ist. Sobald er sein Zimmer verlässt, findet man den nicht mehr, wenn man das nicht weiß, wo der jetzt ist. Das ist ein Ding tatsächlich. Das hat man bei WannaCry bei uns gemerkt, wo diese Systeme ausgefallen sind und dann im Endeffekt Patienten mit Zetteln rumgelaufen sind, weil man sie sonst nicht mehr finden konnte. Und damit wird so ein Krankenhaus komplexer. Und dann hat man auf einmal Versorgungsprozesse dazu und das muss alles zusammenspielen. So, wie kriegt man das jetzt in den Griff, medizinische Prozesse mit diesen Supportprozessen komplexitätstechnisch in einer Infrastruktur am Ende auch überhaupt in den Griff zu kriegen und dann vielleicht über Krankenhäuser hinweg in den Griff zu kriegen. Ja, deswegen, du bist damit ein Problem. Genau, also das Thema ist natürlich auch, es müssen auch Leute dahinter stehen, die das auch machen. Das heißt, das Problem ist in dieser Krankenhausbranche, in der Gesundheitsbranche ist natürlich eine sehr, sehr angespannte Finanzlage. Das heißt, es gibt halt natürlich für verschiedene Prozesse im Krankenhaus eine bestimmte Vergütung, die ist geregelt. Und da kann ich nicht irgendwie sagen, okay, ich will jetzt für diesen Prozess einfach mehr Geld haben. Das heißt, ich muss alle meine Kosten, die ich habe, rund um die medizinische Versorgung, aber auch was außenrum ist, irgendwie damit abbilden. Das heißt, die Struktur und die finanzielle Lage in der Branche ist vielleicht für das Thema IT-Security nicht gerade ideal. Das heißt, unser Vergütungsmittel sind nämlich dementsprechend auch nicht optimal skalierbar oder schwer skalierbar, weil ich kann halt, wie gesagt, für eine OP gibt es halt irgendeinen Standardsatz und den kriege ich dafür. Und wenn ich dann quasi einen höheren Aufwand habe, warum auch immer, weil die Logistik nicht geklappt hat oder ich vielleicht eine Probe habe, nochmal einsenden müssen, das ist dann nicht berücksichtigt. Das heißt, es geht dann quasi mit auf die Anführungszeichen Maluskarte des Krankenhauses. Das heißt, wir müssen halt mit den Mitteln, die wir haben, halt relativ gut wirtschaften. Natürlich stehen wir auch da mit dem Wirtschaften im Wettbewerb mit anderen Branchen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie IT-Security in so einem Gesundheitswesen machen möchte, Finanzwesen ist bestimmt etwas einfacher oder eine Logistikbranche oder so und so. Weil ich habe genau nämlich nicht diese ganz großen Herausforderungen, die wir im Gesundheitswesen haben. Ich sage immer ganz, ganz klar, im Gesundheitswesen haben wir alles das, was alle anderen Branchen auch haben, plus Patienten. Und das ist halt genau diese große Komplexität, was auch die Branche gerade auch vor diesen großen Herausforderungen stellt.
Das heißt, man merkt auch ganz klar aus der Historie heraus, meistens ist halt natürlich im Gesundheitswesen schon auch immer die IT-Security oder die IT immer auch schon immer dem, ja, dem medizinischen Management immer unterstellt worden, weil natürlich die primäre Leistung, die man irgendwie erbringt als Gesundheitswesen oder als Krankenhaus, ist halt irgendwie die Versorgung des Patienten. Da geht es halt nicht darum, dass der Windows 11 Rechner da perfekt gepatcht ist und der Linux-Server den neuesten Kernel hat, sondern man guckt erstmal auf den Fokus Versorgung des Patienten, Notfallmedizin, und das ist halt quasi eine ganz andere Voraussetzung wie natürlich in anderen Branchen. Und man merkt natürlich jetzt auch dadurch gerade die Pandemie jetzt, gerade das Gesundheitswesen natürlich auch stark getroffen hat und natürlich auch da hier und da ein paar weitere Lücken aufgerissen hat, und dementsprechend wurde das Ganze halt quasi durch die Pandemie auch ganz, ganz, ganz stark verstärkt. Genau, jetzt haben wir viel gemeckert, jetzt müssen wir uns überlegen, wie kommen wir da raus? Also was für Möglichkeiten haben wir denn, um die Probleme zu adressieren? Also es gibt da keine, gesagt, irgendwie goldene Kugel, wo jetzt alle unsere Probleme löst, sondern es gibt vielleicht ein paar Ansätze, die man mal diskutieren kann. Es gibt da Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen, auch gerne mit der Community. Also es ist ganz klar hier auch ein Aufruf an alle Zuhörer, Zuseher, um sich auch mal um diesem Thema mal intensiv zu beschäftigen und einfach mal miteinander zu sprechen, sich zu vernetzen und zu gucken, was kann man denn überhaupt leisten. Also was geht in diesem ganzen Modell Gesundheitswesen überhaupt? Wir haben ja gesehen, was für Regulatoren wir haben, was für Probleme wir haben, aber trotzdem muss es ja irgendwie Lösungen geben. Das heißt also, was wir festgestellt haben, es macht natürlich absolut Sinn, dann irgendwo erstmal anzufangen zu zentralisieren. Das heißt, Service Management zu machen, es macht natürlich total Sinn, einen SOC zu etablieren, um genau auf Security-Sachen zu reagieren. Und wir haben gemerkt, es macht nur Sinn, Sachen zu zentralisieren. Das heißt, was Julian vorhin sagte, mit 25.000 Produkten in 30 Häusern ist halt irgendwie schlecht. Man muss gucken, kann man quasi auch für den medizinischen Zweck sich auf einen Standard einigen und den halt irgendwie durchdrücken. Beziehungsweise, um es auch von allen Seiten halt handelbar zu machen. Natürlich ist es vielleicht von dem medizinischen Aspekt vielleicht was anderes, aber jetzt rein aus der IT-Security-Brille ist es natürlich super, wenn wir einen gleichen Maschinenpark haben. Weil dann wissen wir, was wir haben. Wenn ein Problem auftaucht, können wir es skalieren auf andere Sachen. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, mit was wir zu tun haben. Da müssen wir natürlich ganz klar uns überlegen, okay, was machen wir mit internen und externen Hosting? Ne? Ganz klar, das ist Sachen, die wir teilweise beeinflussen können, teilweise nicht beeinflussen. Da müssen wir natürlich auch ganz klare Regeln dafür machen. Dann, Julian hat es auch schon von gesagt, jeder Hersteller kommt mit seiner eigenen Remote-Software-Lösung, Idee, Portale um die Ecke. Das heißt, da muss man sich, glaube ich, auch als Verbund relativ groß aufstellen und sagen, pass auf, man muss ganz klare Spielregeln geben. In anderen Branchen ist es ganz klar, dass es halt für Remote-Zugangssysteme gibt es halt irgendwie Standard ABC und gefühlt im Gesundheitswesen gibt es quasi alle Standards. Und jeder Hersteller poolt da mit seiner Lösung und sagt, das ist die beste oder wir können nur die oder die andere. Natürlich verstehe ich das auch. Die Hersteller haben natürlich auch hinten dran ihre Support-Prozesse aufgebaut und darum ist es meistens eine relativ große Diskussion mit denen dann, die auf quasi auf ein Standardsystem zu führen. Dann natürlich auch das Thema Backup- und Ausfallprozesse. Das Positive ist dabei, rein medizinisch sind natürlich schon Krankenhäuser auf sehr stark auf Ausfallprozesse trainiert. Das heißt, wir haben quasi jeden Tag Krisenmanagement. Wir wissen ja nicht, was vorne in die Notaufnahme reinkommt. Dementsprechend sind Leute schon ganz gut darin zu adaptieren, aber nicht die IT. Das heißt, auch da müssen wir halt überlegen, okay, wir brauchen natürlich, wenn die Worst-Case-Szenarien passiert, irgendwie die Möglichkeit, relativ schnell auch mit unseren IT-Systemen wieder da zu sein. Und dazu gehören einfach diese Prozesse. Dann natürlich auch, ich habe vorhin schon gesagt oder ihr habt gesehen, wie groß so eine Umgebung ist, also hier mit Active Directory. Das heißt ganz klar, Identitäten und Zugriffsmanagement ist natürlich ein Riesenthema. Das hilft natürlich nicht, wenn alle irgendwie Admin-Rechte haben und durch alle Systeme durchfräsen können. Das heißt, wir müssen natürlich auch in so einer großen, komplexen Umgebung irgendwie das Thema Rechtemanagement durchsetzen. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz großes Thema. Wenn man das nicht den zentralen Gedanken da führt, beziehungsweise die Standards rechtzeitig etabliert, dann wird es in Wildwuchs. Der eine oder andere kennt das bestimmt auch aus seinem beruflichen Hintergrund, je nachdem, wie groß die ADs sind und wer da angefangen hat zu pflegen, sieht es mal so oder mal so aus. Genau, und dann natürlich auch, wir als Verbund können das natürlich auch nutzen, dass wir verschiedene Ressourcen auch zwischen den Standorten teilen. Das heißt, nicht jeder Stand muss quasi das Rad neu erfinden und ein Prozess und Verfahren einführen, sondern es macht gegebenenfalls Sinn, auf gemeinsame Prozesse quasi zuzugreifen und sich da Ressourcen auch hin und her zu schieben. Genau, das ist so der Punkt noch. Ja, das ist natürlich alles super, was ich gerade vorgelesen habe, aber
es geht natürlich dann, wenn man die Ressourcen hat, um das auch zu tun. Ne? Das heißt, so eine große Herausforderung ist natürlich, man muss auch, wenn man so eine Veränderung machen möchte, muss man das im 24-7-Betrieb machen. So eine Downtime einzurichten ist relativ schwierig. Ich sage immer, naja, wenn jemand auf dem in den OP geschoben wird, kannst du ja schlecht sagen, hier nimm mal den Switch nochmal mit und bau mal hinten links in der Kabine da mal den Switch aus und ersetz den mal, bitte während des Laufens des Betriebs, ist relativ schwierig. Das heißt, man kann mit so einer IT-Abteilung das kaum machen, so ein Krankenhaus, weil so ein, wie gesagt, die Stellen sind nicht unbedingt groß verfügbar. Das heißt, so ein ITler macht dann vor Ort irgendwie alles. Ne? Von Anbindung des CTs, was gerade angeschlossen wird, bis hin zu Optimierung der, keine Ahnung, der HL7-Schnittstellen. Das heißt, wir haben dann einen relativ großen Spread, was derjenige machen muss. Das heißt, da geht auch nur der Zentralisierungsansatz, dass man natürlich so viel wie möglich den Leuten auch an Unterstützungsdienstleistungen irgendwie zur Verfügung stellt. Und man sagt, naja, wenn man doch mal ein neues Krankenhaus baut oder irgendwie die Möglichkeit hat, das Ganze irgendwie neu zu machen, dann macht doch mal ein neues Konzept, grüne Wiese und dann wird alles gut. Aber das ist nicht so optimal, denn es gibt nicht wirklich eine grüne Wiese. Denn weil man kann zwar die Infrastruktur und die Standards hinten dran quasi neu machen oder verbessern, aber letzten Endes kommt dann doch wieder der Hersteller mit dem Medizinprodukt ABC und stellt dir sozusagen erneut die Blackbox in deine scheune, neue, tolle Umgebung und du hast quasi die gleichen Probleme, die du vorher auch hattest. Das heißt, man kann zwar nur probieren, das durchzusetzen, aber die Rechnung macht man halt meistens ohne die Anbieter. Genau, Bestandsumgebungen. Ja, was machen wir jetzt? Also das heißt, wenn wir jetzt so eine ganze Situation haben, wie geht man damit um? Ganz, ganz wichtig ist, man muss natürlich wissen, was man quasi da hat. Das heißt, man muss seine Umgebung kennen. Man muss feststellen, was passiert in so einem Krankenhaus, was für aktive Komponenten habe ich, was ist am Netzwerk angeschlossen, wie verhält sich was. Also man muss seine Umgebung kennen. Das ist eine Grundlage für alles, logischerweise. Und dann kann man natürlich erst eine Risikoanalyse durchführen. Ich denke, sonst hat man tausende von Problemen und weiß nicht, wo man anfangen muss. Man muss an so eine Sache relativ risikobasiert rangehen, um halt zu gucken, wo sind die größten Risiken, die da verborgen sind. Und dann, wenn ich die quasi abgearbeitet habe, kann ich Stück für Stück mich quasi an die mittleren oder kleinen Risiken vorarbeiten. Natürlich kann auch nur schrittweise so einen Austausch von Systemen machen, wie ich schon vorhin sagte, 24-7-Betrieb. Ich kann nicht sagen, ich reise jetzt erstmal ins Rechenzentrum ab und nach 4 Wochen steht ein neues da, sondern ich kann das halt irgendwie erst Schritt für Schritt machen. Natürlich ist es auch mit vielen finanziellen Aufwand verbunden. Das heißt, ich kann nicht unter Umständen von die Technik von heute auf morgen auch wenden, sondern meistens dann auch über Jahre lang Projekte, die ich irgendwie durchführen muss. Dann natürlich auch, muss ich die einzelnen Systeme mehr auf Risiko betrachten. Das heißt, wenn ich jetzt so ein neues System einführe, bevor ich es einführe, müssen halt gewisse Grundsachen abgefüllt werden, beziehungsweise gemacht werden, um halt auch dann eine hohe Sicherheit irgendwie da zu leisten. Und natürlich auch ganz wichtig, für alle Systeme, die ich einführe, muss es halt irgendwie einen Notfallplan geben und ein Sicherheitskonzept, damit ich halt im Zweifelsfall da reagieren kann. Genau. Was muss man tun? Man muss halt Standards irgendwie definieren. Ich muss ein bisschen Gas geben. Das heißt, am besten müssen wir eigene Standards oder vorhandene Standards halt bei Lieferanten und Zulieferern durchdrücken, ganz klar. Also definieren und durchdrücken und anschließend dann auch konsequent auch durchsetzen. Weil sonst kommt genau dieses Thema mit den Remote-Wartungsportals, jeder will sein eigenes machen und keiner kommt irgendwie auf den grünen Zweig. Was auch wichtig ist, auch vielleicht teilweise für die Community oder für andere, dass man halt gemeinsam als Gesundheitswesen auch Standards definiert, Branchenstandards und die halt auch gegenüber aller Herstellern durchsetzt. Das heißt, dass man sich da zusammentut und darauf achtet, dass man halt wirklich sagt, okay, im Gesundheitswesen möchten wir es gerne so oder so haben. Genau, und vor allem ganz wichtig ist, die gleichen Standards für alle Klinikgrößen. Das heißt, ein kleines Krankenhaus ist genauso wichtig und soll genauso sicher sein wie ein Maximalversorger. Das heißt, wir müssen messen, bewerten, umsetzen. Exakt. Und wenn wir unser Beispiel Krankenhaus uns einmal anschauen, dann sieht es eigentlich nicht so aus, sondern wir müssen ja verschiedene Krankenhäuser eigentlich miteinander verbinden, um die Ressourceneffizienz zu nutzen. Das heißt, es sieht dann eher so aus und wird dann irgendwann immer schlimmer. Und wenn man sich den Restanteil anschaut und hat die Supportprozesse, dann weiß man eigentlich, okay, der Teil hier ist eigentlich durch Regulatorik abgedeckt und mit dem ganzen Rest muss man eigentlich ohne irgendwelche Standards klarkommen, weil das die ganzen Dinge sind, die eigentlich niemand wirklich mal geregelt hat und jeder anders macht und genau die Stellen sind, an denen es dann am Ende auch schmerzt in so einem Krankenhaus.
Deswegen die Frage, wie geht es eigentlich weiter damit? Und das Klare ist, man braucht eine IT-Betriebsstrategie, das hatten wir ja schon. Das heißt, man muss die Personalressourcen effektiv nutzen können durch den Betrieb von der Kerninfrastruktur, um dann am Ende auch einrichtungsspezifische Anpassungen möglich machen zu können, weil ich kann halt am Ende wirklich nicht 90 Krankenhäuser gleich behandeln, sondern ich brauche halt spezifischere Anforderungen, die ich umsetzen muss. Und das geht nur mit Standards, die man quasi einmal definiert und dann durchsetzt und auch klare Verantwortlichkeiten hat und diese beobachtbar macht und regelmäßig bewertet. Und zudem dann auch die Kante in Richtung der Hersteller hat, was dann vielleicht für dich ein bisschen einfacher ist als für das Wald- und Wiesenkrankenhaus, dann diese Standards am Ende auch durchzusetzen. Und ja, wie geht es weiter? Vielleicht doch ein Wort dazu. Das gibt funktionale Standards, relativ neue, coole medizinische Standards, HL7FHIR, SDC, die ganzen coolen Dinge. Das ist alles auf einer funktionalen Ebene. Das ist nicht das, über das wir reden wollen, sondern es geht darum, auf einer Infrastrukturebene Sichtbarkeit hinzukriegen für so ein Krankenhaus und zu wissen, brennt es gerade oder brennt es eigentlich nicht? Oder ist es lauwarm heute, gestern war es heiß, man weiß es nicht. Um dahin zu kommen, dass so eine IT überhaupt diese IT sehen und bewerten kann. Genau, deswegen braucht man eben Standards. Das muss man zusammen machen in der Community-Sicht, weil das am besten von den Krankenhäusern kommt. Deswegen hier der Aufruf, meldet euch, wenn ihr ähnliche Probleme habt. Und dann, dass vielleicht auch eine Standardisierung am Ende bekommt, dass diese Lupe größer wird, die wir eben gesehen haben. Zu den Forschungsprogrammen noch und Förderprogrammen, die sind super gut. Allerdings, wenn nach 3 Jahren die Förderung ausläuft, braucht man halt immer noch ein Budget. Und das sollte man sich, bevor man die Förderung in Anspruch nimmt, überlegen, wo man das herbekommt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.